Guten Abend, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zurück hier bei Factorio. In der letzten Folge sind wir massiv angegriffen worden und ja, wir müssen mal schauen, dass wir ein bisschen die Verteidigung aufstocken. Denn diese Viecher sind gefährlich. Die sind weiter hier unten, wir sehen das hier auf dem Radar, beziehungsweise auf der Karte hier. Die sind gar nicht mal so weit weg. Also wenn wir jetzt hier noch ein bisschen rüber gehen würden, dann würden wir sie wahrscheinlich hier so sehen schon. Ja, ja, nicht so gut. Okay, das heißt, wir müssen halt eben jetzt erstmal wieder die Produktion hier ankurbeln. Aber zuerst müssen wir hier noch etwas machen. Mit den grünen Tränken, die sind sonst hier zu viel da. Das heißt, wir müssen hier genügend von den... Ja, wie heißt es, von den roten Tränken machen. Das ist ganz einfach. Wir machen ebenfalls hier schnelle Greifarme. Machen wir mal 10 Stück, damit wir hier wenigstens genügend herstellen können. Und die Produktion können wir halt später halt noch hier ausbauen. Ansonsten wollen wir Stahlträger herstellen, damit wir eben auch Solarkollektoren bauen können. Beziehungsweise hier Solarpaneele, um eben umweltfreundlichen Strom herzustellen. Und ja, das sind eigentlich die Sachen. Ansonsten Geschütztürme wären natürlich gut und eben gute Waffen und beziehungsweise Munition. Aber zuerst mal das hier. Die Forschung ist sehr, sehr wichtig. So. Machen wir das mal. Ups. Ja. Sehr schön. Nein. Oh, jetzt haben wir das falsche Ding abgerissen. Ich wollte hier die Dinge abreißen, weil ich sie falsch hingestellt habe. Aber egal, ist nicht schlimm. Machen wir zack. Nein, nicht nochmal abreißen. Stellen wieder schnell auf die roten Tränke. Dann ist alles wieder gut. Genau. So. Ja, müssen wir doch noch 2 Stück machen. Also, wie gesagt, wir werden das so machen, so als kleine Challenge. Ansonsten ist ja hier nichts Besonderes. Falls wir sterben, ist das Spiel vorbei und das Projekt. Sollte es zu diesem Ereignis kommen, kann es aber gut sein, dass wir ein zweites Factorio-Projekt starten, weil das Spiel macht mir schon sehr viel Spaß und das wäre schon ganz gut. So, aber dann halt eben mit irgendwelchen Herausforderungen, die wir uns selbst stellen. Wir machen mal 5 Stück von denen hier, damit wir gleich das hier machen können. Wir holen mal wieder Mauerstücke. Ja, Produktion davon muss auf jeden Fall mal erhöht werden. Hier geht es nicht weiter, weil keine Steine. Oh mein Gott. Ja, die haben hier ein bisschen abgerissen. Ich habe mir das mal in der Aufnahme nochmal angeschaut. Also ich habe kurz pausiert, um mir das mal anzuschauen. Das ist ja mal richtig doof. Also als wir hier rumgelaufen sind, also als ich hier rumgelaufen bin, waren die Viecher alle schon hier gewesen. Also die sind richtig eskaliert. Die waren schon sehr, sehr lange dort. Ja, was machen wir als nächstes? Machen wir mal Beton. Können wir gebrauchen, können wir als Bodenbelag benutzen. Ist keine verkehrte Sache. So, dann fangen wir mal hier an. Ja, wie machen wir das? Machen wir hier so. Genau. Dann sollten hier genug Steine produziert werden. Okay, dann braucht ihr noch Strom. Bekommt ihr alles. Okay. Dann werden hier wieder Steine produziert. Ich habe jetzt schon wieder Angst vor dem nächsten Angriff. Also ich war da richtig erschrocken. Das hat man aber auch, glaube ich, herausgehört. Also damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe gedacht, jetzt kommen da vielleicht so eins. Also sonst ist das immer so, dass da nur so 2, 3 Viecher kommen und dann ist gut. Aber da sind sie richtig eskaliert, keine Ahnung.
Ich habe im Leben nicht damit gerechnet, dass so viele Viecher darüber kommen. So, was brauchen wir? Wir brauchen eine Munitionsfabrik, das heißt, wir brauchen Eisenplatten. Stahlträger brauchen wir in den Öfen. Ebenfalls 5 brauchen wir. Da brauchen wir 4, da brauchen wir 5. Okay. Das ist schon mal gut zu wissen. Können wir jetzt schon die neuen Öfen bauen? Tatsache, da brauchen wir aber Stahlträger. Okay. Gut. Bald werden wir hier auch noch so machen, dass hier teilweise separiert wird, weil wir brauchen da Ziegelsteine auch für die anderen Öfen. Das dürfen wir nicht vergessen. Oh je, wie viele Öfen haben wir denn hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Stück. Das heißt, wir werden erstmal. Sind das jetzt genug? 5, 10, 15, 20, 25. Machen wir 30 Stück. Dann 32 Stück. Damit wir hier halt wieder die Produktion ein bisschen erhöhen, weil das hier wird jetzt ein bisschen knapp. Gut, hier haben wir genug drin, aber. Okay. Ach, wir wollten das ja hierhin machen. Kann das sein? Hier wollten wir die Stahlfabrik hinsetzen. Genau. Wir nehmen mal ein bisschen was von den Eisenplatten mit, damit wir da ein bisschen Spielraum haben. Wir haben ein bisschen was an roten Tränken dabei. Die machen wir mal hier rein. So. Wir machen mal hier kurz die Wand noch ein bisschen weiter, also die Mauer. Naja, da kriegt man leicht Panik. So, hier können wir das ja so machen. Parallel zum. Ja, gut. Mauern sind wieder leer. Okay. So, dann tauschen wir mal kurz hier aus. So. Also gut, wir müssen das nicht so wechseln, das können wir einfach so machen. Das sollte die Produktion schon ein wenig erhöhen. Ich hoffe, die anderen Öfen sind nicht größer als die hier. Die sind schneller, das weiß ich, aber die größer sind, weiß ich nicht, weil sonst können wir sie einfach auch so drüber setzen. Was ich schon sehr bevorzugen würde. Okay, dann ziehen wir mal hier diese Linie. So, wir werden jetzt hier erstmal die Munitionsfabrik hinstellen. Das heißt, wir machen mal zwei Anlagen. Oder vielleicht sogar drei Anlagen. Sollte in Ordnung sein. Da können wir die normalen Greifarme nutzen. Zack. Zack. Wunderbar. Stellen wir schon mal ein auf Munition, und zwar diese normale Handfeuermunition. Was brauchen wir denn da? Da brauchen wir Stahlträger. 8 plus 1,6. Wir werden wieder angegriffen. Oder wir wurden wieder angegriffen, aber die sind wieder abgeballert worden. Hier liegen sie. Okay, es wurde nämlich kurz wieder angezeigt. Ja, hier, da bewegt es sich. Da kommt bestimmt gleich wieder so eine Horde angelaufen. Eieiei, das müssen wir ganz schön im Auge behalten. So, also wir wollten gerade schauen. 8 bis 8,15. Oh, die sind aber schon deutlich stärker. Lohnt es sich? Ja, hier brauchen wir noch Kupferplatten. Lohnt es sich dann, diese herzustellen? Eigentlich schon fast nicht. Dann werden wir mal hier einstellen, dass hier nicht mehr weitergemacht. Dann werden wir doch eher so eine Stahlträger, also die andere Munition herstellen. Wenn schon, denn schon, dann bringt das hier ja nichts.
Auch wenn es für den Moment wahrscheinlich reichen würde, aber nee. Dann werden wir zuerst die Stahlträger herstellen lassen. Genau. So. Das heißt, wir brauchen Kohle. Kohle haben wir hier. Wie könnten wir das am besten machen? Hier haben wir sogar die Kupferplatten, für nachher die anderen Sachen herzustellen. Können wir hier vielleicht die Fläche nutzen? Kupferplatten werden ja ordentlich produziert, da gibt es ja keine Engpässe oder sonst was. Also Kupferplatten hat man meistens immer irgendwie ein bisschen zu viel davon. So. Das heißt, diese waren auf jeden Fall redundant. So, dann könnten wir hier wieder abspalten. Wir wurden wieder angegriffen. Das wurde wieder angezeigt. Sieht so aus, als ob die Mauer hier weg wäre. Nee, alles gut. Okay, man sieht schon, ich bin leicht paranoid geworden, aber wer kann mir das verübeln? Na so. Jetzt muss ich schauen. Wir könnten eine Linie so machen. Dann machen wir erstmal wieder. Ah nein, wir haben ja noch unterirdische Dinger. Okay, gut. Zack. Wunderbar. So. Ich baue das wieder sehr, sehr unnötig, aber da haben wir wieder auf beiden Seiten das. So, wir lassen mal hier noch Platz für zukünftige Bauten. So. Haben wir schon Landaufschüttungen erforscht? Ja, haben wir schon. Was brauchen wir für Landaufschüttung? Steine. Ach, wir haben doch genügend Steine. Dann werden wir hier mal ein bisschen Land aufschütten. Genau, die Produktion läuft wieder. Wir nehmen mal alle mit. Hoffentlich dauert das jetzt nicht zu lang. Was? Hier, da brauchen wir ja massig viele Steine. Okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht. So. Das heißt, wir machen mal hier ein bisschen Boden hin. Und eben auch hier. Okay. Das ist, denke ich mal, genug. Dann kommt hier ein Ofen hin. Hier. Ja, hier brauchen wir dann wieder Erde. Ich laufe einmal über diese Steinproduktion drüber, damit wir eben genügend Steine haben. So. Mauern sollten wir jetzt hier auch genügend haben. Schon einige, das ist gut. Das ist gut. Da fühlt man sich schon ein wenig sicherer. Was? Nur so wenig? Oh mein Gott, diese Landaufschüttung, die ist ja mal richtig teuer. Naja. Gut. Irgendwie auch verständlich, aber trotzdem. So. Okay. Das heißt, wir machen das jetzt erstmal hier so. Genau. Ziehen das dann hier so durch. Wir ziehen das jetzt durch. Genau. So, hier dürfen wir nicht machen, sonst läuft es hier auf dem Band irgendwann vielleicht und das wäre jetzt nicht so toll. Ansonsten brauchen. Das ist jetzt wieder doof. Oder? Ja, wir brauchen doch noch mal ein paar Steine. Ah. War hier nicht irgendwo so ein Steinklumpen, den wir abbauen könnten, aber der würde wahrscheinlich auch nicht genug herstellen. Aber ist ja hier wieder alles schön voll. Mal wieder einmal durch. Produktion ist diesmal ein bisschen besser als letztes Mal, weil da hatten wir ja noch die alten Förderstationen. So, wie wollten wir das machen, genau. Wir werden aber jetzt nicht den ganzen See da komplett hier mit Erde zukleistern. Das ist eine gute Verteidigungsanlage, weil sie halt nicht über Wasser laufen können.
bis jetzt, also es kann ja sein, dass es jetzt irgendwie neue Feature gibt oder irgendwie sonst was. Das würde mich sehr erschrecken. Aber im Normalfall nicht. So. Das machen wir dann hier so. Das geht dann hier runter. Und wo das dann hingeht, werden wir dann schauen. Können wir zum Beispiel hier rüberlegen. Da hinten hinter haben wir noch ein bisschen Platz für Produktionslinien. Aber gut, hier hätten wir. Wir wollten das ja eigentlich dorthin bringen. Dann machen wir das auch so. Wow. Dann brauchen wir es auch nicht hier so zu machen. Ja. Ich bin ja bekannt dafür, dass ich bei meiner Meinung so bleibe. Also nicht bei meiner Meinung, aber bei meinen Vorhaben. Genau. Wunderbar. Okay. Hier werden wir erstmal die normalen Greifarme benutzen. Wie immer. So. Ja, unfreiwillig, dass ich jetzt hier runtergetragen werde, aber egal. So, Strom brauchen die. Wenn wir erstmal hier so machen. So. Okay. Dann hätten die auf jeden Fall schon mal Strom. Hier brauchen die dann auch wieder Strom. So. Und dann haben wir schon eine Stahlproduktion, die gar nicht mal so verkehrt ist. So, das können wir hier auf der Seite machen. Damit wir das nicht zu sehr überlappen. Sieht dann immer so doof aus, wenn die dann, keine Ahnung, so unordentlich übereinander stehen. Also, wir werden jetzt mal Motoren erforschen. Denn dann können wir bald Eisenbahnen erforschen. Und Eisenbahnen sind hier richtig cool. Also, die machen mir mit am meisten Spaß. Bin ich ganz ehrlich. So. Die Eisenproduktion läuft so einigermaßen. So, leider. Könnte ruhig ein bisschen schneller sein. Wir brauchen auf jeden Fall diese neue Öfen. Dann sollte das auch ein bisschen besser laufen. So. Ja, diese Produktion können wir ja halt eben auch hier so fortsetzen. Von diesen Stahlträgern. Da machen wir mal hier ein bisschen Platz. Da können wir nachher auch da hinten eine Mauer runterziehen, damit wir das auch verteidigen gegenüber diesen Aliens. Ja gut, sind ja keine Aliens. Wir sind ja eigentlich das Alien, wenn man es genau nimmt. Also, das ist ein bisschen viel Arbeit, das hier alles wegzumachen. Man könnte rein theoretisch die jetzt auch wegballern, aber. Oder es wäre auch möglich, mit einem Flammenwerfer da reinzugehen oder sonst was, aber nee. Das ist ja Holz, das können wir ja gebrauchen. So. Dann haben wir eine große Fläche, die wir dann nutzen können. Das ist sowas. Es gibt, glaube ich, auch Roboter, die das machen. Oder war das eine Mod? Ich weiß es nicht. Kann gut sein. Aber da sind wir ja noch weit weg von der Forschung, dass wir sowas bekommen würden. So. Ja, die Eisenerzproduktion, die könnten wir auch bald wieder vielleicht ein bisschen ankurbeln. Weil hier schon so minimale Lücken drin sind, aber das fällt hier noch nicht auf. Kommt aber halt daher, weil wir jetzt eben hier schnellere Greifarme haben. Ja. Genau. Wir ziehen das hier erstmal hier rüber, damit da alles erstmal so bleibt. Okay. Dann wird das hier mal ein bisschen mehr produziert, damit die hier nicht so hängen bleiben. Das ist halt wieder doof, dass eben nur auf einer Linie hingestellt wird. Wir könnten ja wieder hier so ein Gerüst aufbauen, aber nein. Sonst sieht das dann wieder ein bisschen merkwürdig aus und aber es funktioniert. Solange es funktioniert, dann ist es gut. Ja, gut ist es dann nicht, aber es funktioniert.
tolle Erkenntnis, oder? Schaltungsnetze werden wir jetzt als nächstes erforschen. Und bevor wir jetzt hier weitermachen werden, bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn es heißt Let's Play Factorio. Das war's von eurem Kumpas Bambuso.